Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zur zweiten von drei Passionsandachten in der Karwoche in unserer Gemeinde Duisburg-Neudorf-West. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, heißt der Wochenspruch für diese Woche der Passionstage. Dem Weg der Passion Jesu Christi wollen wir nachgehen, mit Passionsliedern, Gebeten, Texten, in diesem Jahr aus dem Johannesevangelium. Und wir beginnen mit dem Lied Nummer 79. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält seinem Bund ewiglich, der nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. Aus Psalm 32, dem zweiten Bußpsalm. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Heiliger, ewiger Gott, du lässt uns das Leiden deines lieben Sohnes zu unserem Heil verkündigen. Du hast ihn dahin gegeben, in die Not der Welt, in unsere Ratlosigkeit, in unsere harten Hände. Gib uns offene Herzen für die Tat seiner Liebe, damit wir uns von ihr tragen lassen und im Leben und im Sterben an dir festhalten. Halte du uns. Amen.
Passionsgeschichte nach dem Johannesevangelium, Kapitel 18. Die Schar aber und ihr Anführer der Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortete: Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals, und alsbald krähte der Hahn. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium, es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit?
Die Passionsgeschichte nach dem Johannesevangelium, Kapitel 18 und 19. Und als Pilatus das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Der Weg der Passion. Er geht den Weg der Passion und der spitzt sich immer mehr zu. Die Gefangennahme, das erste Verhör, ein erster Schlag ins Gesicht. Jetzt geht es um Leben und Tod. Und geht um religiösen Fanatismus, sagt das Johannesevangelium. Und geht um Macht und Machtansprüche. In ihrer religiösen Überzeugung verletzt, fühlen viele sich persönlich beleidigt, darum Kreuzige. Und in den religiösen Gefühlen kommt irrationaler Hass auf, darum Kreuzige. In ihrem Hass gefangen, und da wird ihnen ihre Ohnmacht bewusst, die jahrelange aussichtslose Unterdrückung durch die Macht des Militärs, auch darum Kreuzige. Und die Militärmacht ist mit etwas völlig Fremdem konfrontiert. Gewaltlosigkeit. Schweigen. Eine zu spürende innere Macht, die sie nicht verstehen kann. Was ist Wahrheit? Und in ihrer Ratlosigkeit, ja, ihrer Verblendung, regiert, reagiert die Macht, wie sie es immer und immer wieder tut, mit Gewalt. Mit Verspotten, lächerlich machen, demütigen, zuschlagen, foltern, quälen. Und ließ ihn geißeln. Ecce homo, so ein Mensch. Und doch ist die fremde, ganz andere Macht ungebrochen, jedenfalls nach der Version des Johannesevangeliums. Er geht als ein Märtyrer den Weg der Passion. Märtyrer zu schaffen, ist gefährlich. Und doch sind beide dazu fähig, der religiöse Hass und die herausgeforderte Macht. Im Johannesevangelium und speziell in seiner Passionsgeschichte werden die Juden für den Tod Jesu verantwortlich gemacht, weitgehend jedenfalls. Die Pharisäer sind seine Gegner und Feinde, die Obersten der Juden, wollen seinen Tod, stacheln das Volk auf, eine fatale Schuldzuweisung. Kreuzigung aber ist die antike römische Hinrichtung. Pontius Pilatus als Statthalter des allermächtigsten und allmächtigen Cäsar ist berühmt und berüchtigt für seine unbarmherzige Grausamkeit.
Tausende von Hinrichtungen, regelrechte Massaker gehören zu seiner Herrschaft. Hingerichtet, gemordet, getötet hat Jesus von Nazareth das Imperium Romanum. Es ist historisch unsinnig und eine der frühen Furchtbarkeiten des christlichen Glaubens, den Juden die Schuld am Tod Jesu zuzuschreiben. Daraus ist unendliches Leid, Grausamkeit, Gewalttat gegen jüdische Menschen gewachsen. Im Lauf der Jahrhunderte, Jahrtausende. Es ist eine antisemitische Schrecklichkeit, der auch das Johannesevangelium zumindest Vorschub leistet. Es ist der durch die Geschichte getragene Sündenfall der Kirche, die Juden. Der religiöse Fanatismus kann auch ein christliches Gewand tragen, wird darum nicht menschlicher, sondern unmenschlich. Die Geschichte der Kirche ist voll von dieser Unmenschlichkeit. Der Weg der Passion. Der König mit der Dornenkrone, der König der Juden, der König mit der fremden Macht. Er tritt im Johannesevangelium mit seinem gewaltlosen Widerstand all dem entgegen. Hass, Gewalt, Folter, Demütigung, Hohn und Spott. Sie können ihn nicht hindern, den Weg der Passion zu gehen. Und es ist der Weg ins Leben. Das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Und so bringt es viel Frucht. Herr Jesus Christus, du hast um unsertwillen gelitten und für uns Schmach und Kreuz auf dich genommen. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Lass uns dir nachfolgen. Lass uns Schuld bekennen. Lass uns neu das Leben suchen. Du hast durch dein Sterben dem Tod die Macht genommen und uns befreit. Mach uns dessen gewiss, damit wir ohne Furcht leben in dieser Zeit, den Glauben bewahren und zum Leben gelangen, hier und in Ewigkeit. Wir sprechen gemeinsam das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr, unser Gott, segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Musik.